So, okay, alles klar. Fahrstuhl frei. Folge Sammy uns. Aufzug nach unten zur Androideneinweisung. Ich bin wirklich gespannt, ob wir es heute packen oder nicht. Also wäre ja cool tatsächlich. Wäre ja cool. Würde ich mich freuen. Obwohl der schon eigentlich geil ist. Eigentlich sollte ja nicht aufhören, das Spiel, aber irgendwann. Irgendwann. Muss man auch mal zum Ende kommen. Störung. Super. Was sagen Sie? Nichts. Nur noch mehr Schrott auf dieser Station, der kaputt geht. Das Übliche. Ach, ja. Ich switch mal die Szene um, ihr Lieben, irgendwie. So, damit ihr auch was vom Spiel seht. Wir sehen das Spiel nicht. Tada! Entschuldigt bitte. Ich war schon so fixiert darauf, irgendwie. Vielen Dank. 257 und vielen Dank, Benny. So, okay. Umgestellt haben wir's. Können wir jetzt hier... Ja, hier können wir jetzt was machen. Zack. Nein. Stromausfall. Das leuchtet doch grün. War auch als Hörspiel spannend. Ja, war so tolle Soundeffekte. So, okay. Stromausfall. Dann klettern wir mal runter. Schauen wir mal, ob wir... Kann ich jetzt hier nur so runterspringen, oder was? Ich kann ja nichts machen. Hallo? Also, Motion Detector sagt mir... Nicht, das ist nicht das Ziel. Okay, dann muss... Ah, alles klar. Der Kantenmaler war da. Ach du Schande. Ach du Schande. Das zählt ja auch zu so einen Sachen, die ich gerne mal machen wollen würde. Einfach an so einer 20 cm Kante rum. Einfach rumkraxeln. Hier sind wieder unsere... Oh. Das war nicht so gut. Jetzt schnell. Hier sind wir ja wieder bei unserer Monster AG. Tür. Fabrik hier unten. So, weiter. So, okay. Heiß. So sieht's nämlich aus. So, okay. Weiter, noch weiter. Schnell. Oh, warte mal, jetzt müssen wir hier interagieren. Hör auf. Das ist alles so kniescheibenzerstörend hier. Hochklettern. So. Also ich würde sagen, wir müssen nach da, oder? This is the way. So, flink. Flink. Knapp. Spring. So, ich wäre auf jeden Fall wie reif wird Obst weg abgeklatscht. Irgendwie. Ich hätte mich da nicht halt. Einfach so. So weit gelaufen. Sorry, wenn es jetzt bei euch ein bisschen zu doll geknallt hat. Aber ich wollte es einfach mal versinnbildlichen. So, Stromausfall hier immer noch. So, okay. Dann schauen wir mal. Irgendwo müssen wir ja den Strom wieder anschalten können. Okay. Gucken wir mal hier ein bisschen, dass ich mich mal schnell bücken kann. Nach irgendwelchen Dingen. So, einmal speichern. Dieser Speichervorgang geht an dich, fieser Wicht. So, hier ist jeder mal dran beim Speichern. So, hier hinten können wir, was ist das? Achso, ist jetzt einfach bloß. Wir haben einen Sensor und die Platte spinnt ein bisschen. Ich bin auch wirklich gespannt, wann das irgendwie wiederkommt. Und es wird wiederkommen. Da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Das warten wir nicht. So, zack. Wichtig und richtig. So, okay. Was soll ich jetzt hier? Kann ich jetzt hier machen? Einfach machen? Hier mit irgendetwas interagieren, außer mit Sachen, die man hier finden kann? Geräuschmacher. Tolle Sachen alles hier, aber bringt mir alles nichts. So, okay. Dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwas verbasteln können. Vielleicht noch ein paar Sachen mitnehmen zu können. Das sieht nicht so aus. Komplett voll, wa? Ja. Für die, die jetzt neu dabei sind, irgendwie, wir können aus kleineren Einzelkomponenten so Sachen bauen, wie zum Beispiel einen Geräuschmacher, um quasi
ZEN oder irgendwelche anderen Leute in gewisse Richtungen zu locken. Und dafür brauchen wir Einzelkomponenten. Die können wir hier verbauen. Und wie ihr seht, ist alles weiß bis auf das Ladungspack jetzt und ich bin voll. Das heißt, ich kann keine weiteren Sachen aufnehmen. Was ziemlich schade ist, weil diese Komponenten auch halt tatsächlich sehr selten sind. Und aber was soll ich machen? Kann ich nehmen, damit das Set Rupsi lutscht. Bringt ja nicht über vergiftete Milch zu wehen. Weiter geht's. So, Schlups, die Wups. So, das hat mir jetzt erstmal nichts gebracht hier die Ecke. Okay, der Morschdetektor sagt mir, ich soll woanders hin. Hier könnten wir doch agieren. Wunderbar, da ziehen wir doch am Hebel. Da können wir nichts. So, oha. Oha. Da sag ich doch mal. Pumpkin. Oh, mit Kamera. Mit Kamera. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da vorne dieser helle Laser. Wenn der uns erfasst, gibt der einen Alarm. Und ich denke mal, irgendetwas wird dann auf den Plan gerufen. So, grundsätzlich war es immer das Alien irgendwie. Das wird jetzt vielleicht noch nicht kommen. Aber ich denke, dass irgendwelche Androiden kommen werden. Und noch habe ich jetzt keinen Bock, mich jetzt hier mit denen rumzubashen. Mal gucken, dass wir mal schnell die Kamera ausschalten hier. So, Kamera wieder ausschalten. Vielen Dank. So, haben wir denn noch hier irgendetwas Schönes drin? Was haben wir? Taschenlampenbatterien? Oh, selbst. Ja, warte mal. Machen wir es mal so. Taschenlampenbatterie sehen wir da unten. Ich lade die mal schnell nach, dann ist er voll. Und wir können diese mitnehmen. So, ein dickes, fettes Buch. Oh, hier ist noch ein Schacht. Wir müssen uns mal merken, dass da ein Schacht ist. Da werden wir wahrscheinlich noch hinklettern. Hab gerade auch noch ein wenig Death Stranding gezockt und hab zwei Herzinfarkte hinter mir. Gut, eine Trommel spielt ja auch damit. Und ich wollte eigentlich nur ein wenig das Baby beruhigen. Als plötzlich das Baby den Kopf von... Hab ich auch von dem Easter Egg gehört. Hab ich auch davon gehört. Es ist das... Wat? Oh, shit. Okay, machen wir das anders. Nicht so schön. Folgen Sie mir bitte. Und jetzt kommen sie. Das ist jetzt blöd. Das ist natürlich eine Sache, die ich jetzt nicht irgendwie auslösen wollte, aber so ist es halt. Hm. Tja. Ist hier noch irgendwo jemand? Ja, so einfach mal schön alles an Moon jetzt erstmal rausgerotzt. Irgendwie wunderbar, schön. Und die Shotgun ist wieder leer. So ein Kack. Eigentlich wollte ich den Elektroschocker rausholen, aber der ist leer. Das ist blöd. Tja, dann halt Revolver. So, mal schnell. Oh, warte mal, wo können wir denn hier die Kamera abschalten? Ah, hier. Zack, ran. Ja, Death Stranding ist tatsächlich, ich finde es auch mega geil irgendwie. Das ist, ich habe es ja vorhin auch geschrieben, irgendwie bei Martin, der spielt das übrigens gerade. Sehr geil. Kann ich euch wärmstens empfehlen, da mal reinzuschauen. Während er es zockt, weil es einfach mega unterhaltsam ist. Ah, guck mal, hier wäre wahrscheinlich der Schacht gewesen und hier wäre ich rausgekommen. Käse. Chi. Spielt nämlich gerade Death Stranding, da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Sehr unterhaltsam, der Typ. Und weil ich sagen wollte, das Spiel ist halt mega cool, aber es ist halt so ultra komplex, so, das anzufangen. Da brauchst du Zeit für. Da brauchst du Zeit für und da brauchst du auch wirklich Ruhe für irgendwie. Das kannst du mal nicht mal schnell so jeden Tag so irgendwie mal für 5 Minuten spielen. Das funktioniert nicht. Das läuft nicht. Da brauchst du ja nicht anfangen. So, das ist Käse, sagen wir mal. Hier könnte ich mich noch mal ganz kurz mal eben mal mit dem Medikit, nein. Heilen. Rein in die Vene mit dem Dreck. So, okay. Dann können wir jetzt nämlich noch mal schnell ein Medikit bauen. Dann hätten wir wieder mal ein paar von diesen kleinen Sachen frei. Na, nimmst du das wohl? So. Nimm mit! Okay, gut. Wie können wir jetzt die Kamera deaktivieren? Anscheinend dort hinten. Hey, grüß dich! Na? So, und vorbei ist nicht. So, Rennen ist ja natürlich jetzt immer noch so eine Sache. Tatsächlich traut mich jetzt auch mal zu rennen. Ich werde es bestimmt sehr schnell wieder bereuen. Vielleicht heute sogar noch. Aber, wenn ich mal rennen kann, dann renne ich jetzt. Wie Forrest. Lauf, Forrest, lauf.
So, hier haben wir. Dit is it. Dit is it. Hier haben wir. Und hier haben wir. Swam. Lass es raus. Lass es raus, den Tiger. Zeig ihnen, dass du es kannst. Da ist er ja. Ja. Ripley, oh. Gut, dass Sie es in einem Stück geschafft haben. Apollo Sicherheitsperimeter wurde so eingerichtet, dass nur Sixen-Syntheten auf ihn zugreifen können. Und er ist ebenfalls ein Synthet. Hören Sie mir zu. Ich werde etwas Drastisches unternehmen müssen, wenn wir Apollo wieder verbinden wollen. Okay. Was willst du machen? Was du machen willst, eigentlich ich gerade. So, Strom wiederherstellen. Hier kommen wir hier rein. Was haben wir hier vorne? Hier liegt noch was. Taschenlampenbatterien. Oh Mann, oh. Okay. Kann jetzt natürlich sein, dass wir jetzt anscheinend irgendwie durch einen Sektor kommen, wo wir viel mit der Taschenlampe arbeiten müssen. Hm? Oh, guck mal hier. Hier sind die fetten Kartons hier, ja? Und ich musste mir da einen abeiern, irgendwie eben so ein Medic-Pack zu bekommen. Das ist doch nicht normal. Wirklich. Und hier liegt das Zeug einfach nur rum. So, okay. Kommen wir nicht ran. Ich werde die Neuformatierungskammer benutzen. Das ist der einzige Weg. Ich musste Strom aus dem Bereich umleiten, damit ich das versuchen kann. Okay. Die Neuformatierungskammer klingt aber auch spannend. Dieser CT hier vorne, oder was? Naja. Gut, okay, schauen wir mal, gehen wir mal weiter. Ah, hier erstmal. Komm. Safe. Für Benny. Der geht an dich, Bruder. So, rin hier. Alles klar. Samuels, das ist zu gefährlich. Ja, viel zu gefährlich. Wünschen Sie mir Glück. Samuels, nein! Ja, wer weiß, was der vorhat. Absolut Bösewicht. Oh, ist ja schön, wie alle Tiere. Ich versteck mich. Warnung. Apollo-Verbindung eingeleitet. Apollo-Infizierung wurde beseitigt. Die Kreatur ist nicht mehr an Bord. Die Station ist sicher. Erbitte Aufhebung aller Gefahreneindämmungsmaßnahmen. Warnung. Unbefugte Verbindung. Ripley, Apollo weist mich zurück. Das könnte zum Problem werden. Samuels? Apollo versucht, mich vom Verbinden abzuhalten. Oh nein! Amanda! Sie müssen das System manuell abschalten! Bitte! Scheiße! Samuels, ich werde es versuchen! Halt! Sie müssen es in der richtigen Reihenfolge tun, oder es entsteht eine Kaskade, die tödlich für mich ist. Ich greife auf die Sixen-Schaltpläne zu. Lösen Sie das rote Kabel zuerst! Okay, rote Kabel. Große. Ha! Wo denn? Das ist das schwarze Kabel, oder was? Da ist das blaue Kabel. Hier ist das rote Kabel. Schnell ran an das rote Kabel! Los! Und zieh durch, Mann! So! Als nächstes brauchen wir ein blaues Kabel! Können Sie es sehen? Hat er! Los, weiter! Zack! Ran mit dem Mausschlüssel, Alter. Und los, zieh durch, Alter. Ich hab blau getrennt. Was jetzt? Ich kann nicht auf die Schaltpläne zugreifen. Apollo macht das mir nicht leicht. Ich brauche das nächste, Samuels. Was? Was ist da los, Ripley? Die Notfallbeleuchtung ist angesprungen. Ich kann die Kabelfarben nicht erkennen. Sie müssen mich anweisen. Scheiße. Das nächste ist an eine Steckdose angeschlossen. In der Nähe einer umgeworfenen Tragbarke. Was? 30 Sekunden bis zur Stunde. Der wird sein. Hey Mutti, grüß dich. Hey Dave, wir sind hier gerade schon wieder. Hier ist gerade schon wieder alle scheiße. Voll der Mega-Stress. Samuels ist in irgendeiner Umprogrammierungskammer. Zwei Ripley. Suchen Sie nach einer geöffneten Bodenplatte neben einem deaktivierten. Los, jetzt mach, zieh durch! Setz an den Mausschlüssel! Schwamm! Hab's gefunden, Samuels! Jetzt nur noch eins, Ripley! Okay, okay! Samuels, ich bin da, ich mach es, ich zieh durch, Mann! Ich hol dich da raus, Kumpel!
Und Syntax Error oder was? So. Okay, okay. Sie nicht sterben. Gut. Sie tun so, als hätte ich je ein echtes Leben gehabt. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Samia. Der Apollo-Transit ist offen. Sobald Sie im Kern sind, wird er mit Ihnen sprechen. Was haben Sie für mich getan? Ich wollte, dass Amanda Ripley endlich einen Schlussstrich ziehen kann. Ja. Okay, das war... Das hat ja jetzt super funktioniert hier. Ricardo, wenn Sie da sind, nehmen Sie ab. Krass. Ich bin hier, tut mir leid. Samios hat es nicht geschafft. Verdammt! Er hat den Apollo-Transit für mich geöffnet. Ich werde direkt dorthin gehen und Apollo beauftragen, die Abriegelung aufzuheben. Bis gleich, 257. Lass dir schmecken. So, jetzt erstmal nochmal Herr Mutti Junger. Herr Mutti Junger. Oh, Dave, Mutti, grüßt euch erstmal hier. Willkommen. Willkommen bei Alien Isolation. Part 5. So, ja, ihr habt es ja gerade mitgekriegt, irgendwie Samuels hat es irgendwie nicht gepackt, irgendwie. Scheinbar war es auch kein Geheimnis, dass er irgendwie kein Mensch war. Hat jetzt nur mich anscheinend irgendwie überrascht. So, aber die Springfielder Monorail ist jetzt wieder aktiviert. So, die Szene erinnert mich gerade an 2001, ja, Space Odyssey, absolut. Ach, schon wieder. Bitte kommen Sie mit mir ins Verkloß. Na. Fasst ihr mich jetzt hier an? Jeder von euch grapscht doch wieder. Kennt euch doch. So, okay. Aber Schienensystem ist wieder aktiviert. Und wir können zum Kern vorstoßen. Dann tun wir das mal. Also laut dem Androiden ist tatsächlich auch Mutti, der geht an dich raus, der Safe-Punkt hier. Für das fleißige Bündchen unserer Videos. Oh, hier können wir noch was abstellen. Grün hier, in der Androidenabfertigung. Wir haben ein Problem auf der Station. Weiß gegen Rotopfer. Gerade hat sich ein Android mit Schädeltrauma am APTC gemeldet. Er ist mit Blut vollgespritzt. Menschlichem Blut. Ich habe die Marshals informiert, meine Sekretärin in Sicherheit gebracht und mich auf dem Weg zum Transit gemacht. Ich werde einen Hiwi-Android damit beauftragen, Apollos Rat einzuholen. Vielleicht weiß Apollo, wer zum Teufel hier verantwortlich ist. Ich habe hier gerade was gefunden, eine Tonaufnahme. Das müssen Sie sich anhören. Spielen Sie sie ab, Ricardo. Es, wie er unter der Dusche singt. Maya! Ja. Ich bin Taylor. Danke. Sektorleiterin Wayne Yutani. Oh, eins von den hohen Tieren, hm? Nicht einfach irgendein Mädel mit Trennungstrauma? Halten Sie Ripley hier raus. Sie will nur endlich mit der Sache abschließen. Ich kümmere mich um Wayne und Yutani-Angelegenheiten. Und ich kümmere mich darum, aus dieser verdammten Zelle zu kommen. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Vielleicht. Dieses Gespräch wird aufgezeichnet. Das ist Ihnen klar? Habe ich gesehen. Das rote Licht blinkt. Ich brauche Daten. Die Koordinaten des Planetoiden, auf dem Sie das Wrack gefunden haben. Alles, was Sie bezüglich des Ursprungs des Organismus haben. Die kann ich Ihnen geben. Und einen Weg runter von dieser Station. Sie müssen mich nur hier rauslassen. Dem kann ich möglicherweise zustimmen. Was zum Teufel? Taylor, lassen Sie mich aus dieser Zelle raus, sofort! Lassen Sie mich raus! Okay, also es war natürlich... Ich hab's gehört. Scheinbar alles ein APK-Tatit spielen mal wieder. Die waren natürlich nur hinter dem Organismus her. Ist ja wieder klar. Okay. Na dann. Dann machen wir das mal. So, rufen wir mal den Zug. So, fancy Klingelton.
ist. Und dann machst du einfach mal alle um dich rum verrückt mit. So. Okay, die Frage ist, was werden wir jetzt in diesem Kern erfahren? Wenn wir da jetzt eventuell irgendwie einen Weg nach draußen, einen Plan bekommen irgendwie? Einen Fluchtplan? Weil wir müssen ja auch noch unser Raumschiff irgendwie kontaktieren. Das kreist ja noch nicht mal mehr in dem Orbit, irgendwie der Sebastopol. Die sind ja irgendwie Kapitän, weiß ich jetzt gerade nicht mehr so richtig. Da spielt eine Space Invaders, ja. Die hat ja in dem Funkspruch gesagt, irgendwie, okay, sie bewegt sich jetzt außerhalb des Radius der Sebastopol und irgendwie müssen wir die ja kontaktieren, weil irgendwie müssen wir ja hier von diesem Drecksloch runterkommen. Gucken, ob wir da auch Mutter finden. So. Reisen Sie direkt Zugriff auf den Apollo-Kern. Dieser gesamte Bereich enthält Apollos Stützsysteme und KI. Der Kern ist in der Mitte. Apollo hat Samuels davon abgehalten, die Abriegelung ferngesteuert aufzuheben. Aber sobald sie drin sind, wird Apollo dank Samuels zumindest mit ihnen sprechen. So, hier werden bestimmt eine Menge Synths natürlich als Wachen abgestellt sein. Schauen wir doch mal. Alles voll. Na, so ein bisschen Schrotmunition wäre geil. Und für den E-Stick wäre es auch geil. Sehr schön. Eine Patrone. Welcher Penner nimmt sich eine Schrotpatrone und packt die in so eine Kiste drin? Eine Patrone! Why? So, nachladen. Wer weiß. So, hier haben wir nochmal ein Terminal. Greif mal schnell drauf zu. Privat. Freigegeben. Morgen gemeinsam. 3. Morgen gemeinsam. Sixen Reise in den Kolonialweltraum. Eine offizielle Chronik von Sebastian Sieg. Zuerst erschienen in Auge auf Sixen. Unsere Reise nach Sevastopol. Während sich Sixen über den Aufbruch in den Kolonialweltraum rüstete, befand sich Sevastopol im Bau. Eine Station unvergleichbaren Potenzials. In perfekter Lage im Weltraum. Hier lassen Sie Gepäck oder Ausrüstung nicht unbeaufsichtigt. Genau. Zu Beginn war Sevastopol eine zollfreie Zone. Gebaut von Lawrence Systec Development und finanziert durch unsere Freunde von Geofound Investors. Die Eröffnung der Station ging jedoch mit einem Umbruch im Weltraumrennen einher. Jahrelanges Versagen bei der Verwaltung sowie die Umleitung der Solthidius-Flugroute führte dazu, dass Sevastopol die Stilllegung drohte. Glücklicherweise stand Sixen bereit, diese Station neue Energie zu geben, wie vielen anderen. Wir erreichten Sevastopol im Jahre 2124 und machten sie zum belebten Weltraumdrehkreuz von heute. Nicht. Was, Leute? Ich bin zu Apollo gekommen, um herauszufinden, warum die Syntheten verrückt spielen. Die Situation hier ist außer Hand geraten. Apollo hat die Kernverpflichtungen der Androiden umverteilt. Sie haben sich von den Wartungsarbeiten abgewandt, die wir nach Erhalt der Nachricht angefordert hatten. Hier ist überall Kühlmittel. Gas ist auch entwichen und der Hauptzugangsfahrstuhl hat sich abgeschaltet. Ich habe eine Anfrage auf Unterstützung gestellt, aber anscheinend stehe ich an 45. Stelle. Die Systeme sind auf einmal von Gefahreneindämmung besessen. Ich muss einen Weg nach unten finden. Spedding Ende. Okay. So, hier gehe ich nie durch. Schusswaffen registriert. Das ist doch wohl ein Scherz. Legen Sie Waffen auf dem Sicherheitsförderband ab. Ist das dein Ernst? Keine Waffen. Caesar und Apollo bedanken sich. Jede Wette. Nein. Das bestimmt nicht. Nein. Kriegst du jetzt hier wieder? Zugangsfahrstuhl zum Apollo-Kern offline. Primäre Apollo-Systeme gesperrt. Ich hab da nie eins gesehen. Der Zugang ist blockiert. Die Schaubilder von der Sevastopol-Verkaufsvorführung sollten hier irgendwo sein. Suchen Sie nach einer Hintertür. Untersuchen Sie die Schaubilder der Apollo-Verkaufsvorführung. Waren die hier vorne? Nee, sind die aber nicht, oder was? Drin?
ist aber noch am Start. Ja, den haben wir noch. Genauso wie Molotow-Cocktails. Aber das ist natürlich... Das ist nur kleine Trostpflasterchen. So, haben wir jetzt hier irgendwas drunter? Irgendwelche Poster? Was für Poster? Voice Damage Profit. Habe ich den jetzt richtig verstanden? Ich soll jetzt irgendwelche Poster kontrollieren oder was? Erlangen Sie direkten Zugriff auf den Apollo-Kern. Untersuchen Sie die Schaubilder der Apollo-Verkaufsvorführung. Aha. Mal kurz, laufe ich richtig? Ich laufe nicht richtig. Ich komme doch hier aber nicht weiter. Warte. Nee, hä? Nee, komm doch nicht. Ich komme doch jetzt hier nicht rein. Einfach nur doof oder was? So, entschuldigt bitte, aber was entgeht mir jetzt hier gerade? Schaubilder der Apollo-Verkaufsvorführung. Ich sehe hier keine Schaubilder. Ich sehe hier zwei Poster in einem Klapprahmen. Und das war's. Gibt es hier irgendwelche Luken, über die wir einsteigen können? Nee. Sollen das die Dinger sein oder was? Okay, ah, mal okay, sehen. Da ist ein Energieleiter, der an den Apollo-Kran anknüpft. Oh, den kann ich nutzen. Passen Sie da durch? So, was haben wir da? Elektronik abschalten, Code? Tief 4, durchatmen, 9, 3, zusammendrücken, Kinderspiel. Wenn Sie stecken bleiben, komme ich da nicht hoch, um Sie rauszuholen. Schalten Sie den Stromleiter aus. So, jetzt habe ich hier zwar den tollen Tisch aktiviert. Ah, jetzt kommen wir hier ran. Alles klar. Also, 4, 3, 9. Ach nee. So, also Ziffern. 6 war wirklich gerade mit dem Nummernblock probiert. 4, 3, 9, 0. Nee. 4, 9. Dies war der richtige Gut. Sich an einen stromführenden Leiter anzukuscheln, könnte wehtun, oder? Ich muss ihn zuerst abschalten. Bestimmt. So, Junge. Der geht an dich. Ah, schön. Klettern durch eine Zentrifuge? Das schon bei Mission Impossible so gut geklappt. So, okay, gucken wir erstmal weiter. Ah, hier hinten. Schon Ethanol. Können wir natürlich nicht nehmen, war ja klar. So, dann mal schnell hier drauf zugegriffen. Apollo Verkaufsinformationen. Apollo Informationsblatt. Warum Sie sich für ein Apollo-System für Ihren Weltraum-Orbitalstation entscheiden sollten. Selbstregulierung und Androidenwartung. Sicherheit durch das Entfernen von Syntheten. Selbstbestimmung. Verzögerungsfreie Kommunikation. Keine Interferenzen. Blitzschnelle Datenübertragung auf der Station. Zuverlässig. Leistungsstark. Selbsterhaltend. Ein echtes Sexprodukt. Super. Ich hätte gern das ganze Set. Das war's dann. So, okay. Ob ich jetzt nichts weitermachen können? Kurz mal einen Blick auf die Karte werfen. Okay, wir müssen nach oben in die Ecke. Das ist halt immer die Frage so, ne? Guckt man erstmal hinten in so einen Stich rein irgendwie? Oder wahrscheinlich müssen wir da eh nochmal hin? Was sagt ihr, Chat? Wollen wir erstmal hier die Ecke nochmal angucken? Also quasi
diesen Bereich anschauen irgendwie. Oder wenn wir wahrscheinlich eh nochmal hier hin müssen, wenn wir hier waren. Was sagt ihr? Ich lasse jetzt mal einfach so eine digitale Münze für euch springen. Sagt mal was. Direkter Weg oder Umweg? Ich meine, die könnten halt ein paar coole Sachen sein, ne? Linke Hemisphäre. Immer noch einen relativ fetten Tunnel, irgendwie, der bis zum Weg nicht mehr geht. Umweg. Alles klar? Dann soll es so sein. Ja, hier nochmal hier durch, bitte. Bin zu dick, komme ich nicht mehr durch. So. Achso, warte mal, kommen wir überhaupt hier drin, ohne jetzt einen Boosteranfall zu kriegen? Ja, geht. Wunderbar. Schön. So, Sicherheits... Terminal. Okay, den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Perfekt. Zugriff gewährt. Administrationsrechte gewährt. Alter, wer ist hier? Achso, sind. Ganz schön übel aus, der Typ. Schalten Sie die Stromleiter aus. Okay. Und dann setzt auch schon gleich wieder so eine stressige Mucke ein. Tschön. Aber jetzt kommen wir vielleicht hier vorne rein. Nicht. Scheiße, kann man nicht rein. Mist.